Und viele Männer beschweren sich, meine Frau hat Eigenschaften, sie gefallen mir nicht. Höre, was der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte. La yafrak mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqan radiya minha akha. Der Mann sollte seine Frau nicht hassen, wenn er eine Eigenschaft an ihr nicht mag, so wird er eine andere Eigenschaft von ihr mögen. Deine Frau kann zum Beispiel nicht kochen. Aber schau, wie sie mit deinen Kindern umgeht. Dann überdeck das mit dem Kochen. Deine Frau ist sehr unordentlich im Haushalt. Aber auf der anderen Seite, sie tut alles, um dich zum Lächeln zu bringen. So fokussiere dich nicht nur auf eine Eigenschaft und vergesse die anderen guten Eigenschaften. Nein, o Diener Allahs, sondern schaue, wenn sie eine schlechte Eigenschaft hat, so hat sie bestimmt eine andere gute Eigenschaft. Warum hast du sie sonst geheiratet? Sie hat mit Sicherheit andere gute Eigenschaften. Und du solltest versuchen, die Liebe mit der Religion zu verbinden.